Was hältst du eigentlich von Scrap-Mechanik? Ehrlich gesagt nicht so viel. Ich gucke mir ja immer diese, hier, weiß ich noch, Pete's Robot Fights Gedöns an irgendwie. Und da siehst du schon, was dieses Spiel für Performance-Probleme hat, wenn man mit den kleinsten Fahrzeugen irgendwie ineinander keilt oder so. Nee, also das muss ich mir nicht antun, ehrlich gesagt. Ja, nicht so mein Fall. Und immer die alten Förderbänder verarbeiten hier. So, reicht erstmal. Gut, das alte Dungeon Keeper 1 war natürlich auch ein Schmuckstück in gewisser Weise, ja. Braucht man nicht abstreiten. Oh, Bremskraft. Hey. Cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei Factorio Mods kenne ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich aus. Also, da geht nicht viel. So, Teiler kriegen wir ran. Dann fangen wir mal mit dem Kupfer an. Wir werden das hier unter dem Verteiler abholen, weil ansonsten ist der Verteiler ja sinnlos platziert, ne? Machen wir das hier. Granaten brauche ich gerade mal nicht, ausnahmsweise. Oh. So rum. Da können wir eigentlich... Ja, gehen wir direkt hier vorbei dann. Ups. So, bevor wir da weitermachen, gönnen wir uns mal eben ein bisschen Eisen. Das können wir... Ja, wo holen wir das ab? Warte mal. Ne, dann holen wir das hier ab. Passt es noch überhaupt? Klar. Okay, nice. Dann tunneln wir kurz den Steinkram hier. Und ja, die andere Seite müssen wir halt wieder auf dem, ja, ich sag mal, komplizierten Weg tunneln. Aber das ist auch gar kein Problem, denn das Zeug hier haben wir genug. Oh. So, da haben wir noch ein bisschen Festbrennstoff, auch das sollte kein Problem sein. Ich bin jetzt mal... Ne, komm, wir tunneln den Brennstoff. So. Ja, stimmt, Bullfrog Entertainment war das mit Theme Hospital, ja, stimmt, ja. So, was brauchen wir denn hier? Hier brauchen wir an sich nur die Eisenplatten. Das heißt, ich würde sagen... ich habe eine Idee. Machen das wie folgt. Kupfer kommt hier drauf. Und Eisen kommt auf die andere Seite. Nein, verdammt. Zum Dreck. Wird auch ein weitergehen eigentlich, aber egal, das räumen wir gleich wieder auf, ist okay. Jetzt kommen wir da nur nicht wieder ran, ne? Warte, ach so, halt, dann müssen wir die Abzweigung vorher bauen. Die Aufteilung, meine ich. So, genau. Jetzt haben wir's. So, das heißt, hier kriegen wir schon mal Schwefelsäure raus. Das gleiche Ding hier, das müssen wir natürlich nochmal eben hier rüberlegen gleich. Mal eben eine neue Forschung starten. Ja, Kapazitätsbonus von mir aus. Gut. Wenn wir das hier teilen, dann teilt ihr das auch immer auf dieselbe Seite, oder nicht? Ja, okay, gut.
Genau, dann stopfen wir das da rein und da rein. Wie gesagt, das Kupfer jetzt hier unten noch Licht ist ja total Wumpe. Hauptsache, wir haben es drin. Nach über EA brauchen wir nicht zu reden. Ich hasse den Laden auch, wie die Pest. Westwood, das war noch die mit Command & Conquer, ne? Ja, doch, ich meine schon. Also die waren auch gut, definitiv, ja. So, jetzt haben wir hier Batterien. Das läuft auch soweit. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier hinten irgendwo unseren Output, also hier quasi. Und dann läuft das. Jetzt können wir die Batterien in gewisser Weise irgendwo auf diesen völlig überfüllten Mainbus mit draufschmeißen. Ich würde vorschlagen... Machen wir denn das, verdammt? Hier. Hier könnten wir noch Batterien längs laufen lassen. Wir müssen aber gucken, hier muss noch ein Platz sein für Schwefelsäure. Warte mal, wie viel ist denn das? Schwefelsäure. Ah, verdammt. Ich sag ja, der Mainbus ist zu schmal. Hier. Hier könnten wir noch längs gehen. Ja, dann machen wir nur eine Lane Batterien. Ja, passt. Okay, läuft. Damit es einigermaßen gleich aussieht, machen wir das hier mal so. Wir hätten auch einfach ganz rüber gehen können, wenn wir sie ganz angelegt hätten. Naja, ist egal. Das sind so Kleinigkeiten. Genau, dann wollten wir hier, glaube ich, dran längs gehen, ne? Ja. Achso, einen brauchen wir noch. Beziehungsweise zwei, wie auch immer. Und hier könnte man eventuell nochmal so einen Teiler hinbauen, der dann nachher dafür sorgt, dass diese Viecher oder Batterien auf beiden Seiten sind. Wobei, da habe ich vielleicht eine bessere Idee. Achso, genau. Habe ich nämlich hier auch gemacht, dass die Batterien oder hier Kunststoff halt von der rechten Anlage auf die andere Seite vom Förderband landen. Werden wir jetzt bei den Batterien genauso machen, weil dann teilt sich das besser auf. Wir landen nämlich beide auf der oberen Seite jetzt. Und wenn wir sagen, pass auf, ich habe keinen Teiler mehr. Nee, dass wir das halt hier einfach einmal switchen und dann haben wir beide Seiten belegt. Ja, ist ein bisschen effektiver das Ganze. Sollte gehen. So, Zeit für ein Käffchen. Ich brauche bald mal wieder so einen kleinen Handvorrat an grünen Schaltkreisen, glaube ich. Aber das ist erstmal nicht so wild. So, da haben wir das gute Stück. Genau, dann haben wir hier beide Seiten. Läuft. So muss es sein. Genau, mauerntechnisch können wir hier auch schon mal weitermachen. Wir haben noch ein paar dabei. Und dann machen wir hier oben auch gleich zu, weil da kommt nichts mehr. Ja, ist es halt ein bisschen länger geworden, aber das ist völlig Wumpe. Aber hier machen wir zu, es sei denn... Ich mache erstmal zu, wir können dazu nur die Kohle, falls wir sie hinten nochmal brauchen sollten, einmal hier unter durchtunneln oder so. Das sollte ja auch gehen. Und wenn nicht, bauen wir sie woanders längs. Passt schon. Gut, Produktivitätsmodul sind momentan so Sachen, die brauchen wir nicht unbedingt, aber ich forsche es natürlich mit. Damit wir irgendwann alles haben. Oh. Haben wir noch Beton? Okay, damit brauchen wir nicht anfangen, ehrlich gesagt. Gut, holen wir nochmal Nachschub, passt schon. Wo wir gerade mal hier sind. Ach halt, und wenn wir schon auf dem Weg nach unten sind, können wir mal den Batteriestrang hier mitnehmen. Da sollten wir unter durchkommen, sind ja nur vier. Ja, yep, easy. Die brauchen wir nachher ganz unten bei den gelben Flaschen irgendwo. Dann haben wir eigentlich... Also wir haben schon einen Teil der gelben Fläschchen eigentlich fertig. Genau, das sind Batterien. Easy. Kupferkabel. Interessante Zusammensetzung. Na gut, von mir aus.
Ja. So, dann kommen wir erstmal hier raus und ich denke mal, das reicht dann erstmal. Genau, machen wir es da. Läuft. Was wollte ich machen? Ach so, genau, Beton holen. Richtig. Ah, guck mal, der Kollege hier ist auch fertig. Also wenn man halt mehrere Erzförderer auf diese kleinen Vorkommen verteilt, dann geht das doch recht zügig. Ja, mal gucken, was das Eisen hier sagt. Durch, durch, durch. Die sind fertig. Das Eisenvorkommen ist weg. Jawohl. Dann machen wir gleich jetzt mal Abrissparty. Aber vorher bauen wir hier oben die Batterieproduktion fertig, würde ich sagen. Ja, und Stein, das ist auch nicht mehr viel. 1,6, 3,3, dann ist der Kram weg. Oh. Ja, das wird einiges an Kupfer fressen. Das dürfen wir nicht unterschätzen, auf keinen Fall. Da werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nachfordern müssen. Fördern, fordern, schmelzen auch vielleicht, ne? Ja, mal gucken. Und vor allem brauchen wir, wenn ich mir die Zusammensetzung angucke, brauchen wir mindestens zwei Montageanlagen, die die eine Montageanlage für die Flasche mit Kupferkabeln versorgt, weil sonst dauert das ewig. Aber egal, kriegen wir hin. Ja, da werden wir einiges los an Kupfer, ja. Und dann müssen wir noch eine Veredelungsmaschine bauen für diesen Ultrabeton. Das habe ich schon so lange vor, ne? Ich komme nicht dazu. Ach Gott. Licht fehlt hier drinnen noch. Boah, da können wir ja sogar durch. Lol, ist das zu wenig gewesen? Wie krass ist das denn? Ja, okay. Dann holen wir nochmal was nach. Hier links fehlt auch noch Licht, ne? Oh, verdammt. Ja, hier der obere Bereich braucht ja nicht. Das ist ja erstmal nur eine Reserve, falls wir nochmal mehr von diesen Schmierstoffen brauchen. Jetzt haben die keinen Strom, ja egal, dann nicht. Reicht. Ja, machen wir ja auch, hatte ich ja vorhin gesagt. Ach so, du warst ja noch nicht da, stimmt. Ja, nee, machen wir. Steht ja auch auf der To-Do-Liste, Prozession und dann gelbe Flaschen. Ups. So, dann parken wir hier nochmal so ein paar Lampen. Ja, da können wir auch noch welche hinbauen. Und zur Not nochmal hier. Oh. Achso, das ist der Greifarm. Upsi. Ja, dann machen wir das so. Was haben wir denn eigentlich so an Stromverbrauch durch Licht? Also das ist auch so eine Sache, die ist vorhanden. Mehr als irgendwelche Pumpen. Und die Dinger langweilen sich wahrscheinlich zu Tode. Ja, okay. Ja, aber Fakt ist, ich habe irgendwie noch ein bisschen zu wenig Beton dabei gehabt. Ach so, Betonveredelung. Ach so. Ja, mal gucken. Das hat ehrlich gesagt nicht so unbedingt die Priorität. Wir machen jetzt auf jeden Fall diese gelben Flaschen fertig. Weil wir sonst bald wieder so eine komische Forschungspause machen müssen. Das möchte ich dieses Mal ehrlich gesagt nicht unbedingt. Warte mal. So. Oh ja, die Batterien stauen sich schön an. Sehr gut. Können wir bald nochmal einen Schwung mitnehmen eigentlich, damit wir nochmal die Bauroboterproduktion ein bisschen anschmeißen können. Aber auch die werden wir dann irgendwann hier in diesen Mainbus eingliedern, damit wir diese halbmanuellen oder halbautomatischen Sachen nicht mehr haben, sondern dass es halt vollautomatisch läuft. Ja, da sind wir noch ein bisschen entfernt von. Verdammt. So, jetzt haben wir alles, glaube ich. Ja, und für uns beginnt gerade oder jetzt momentan so ein bisschen der große Abriss unten. Ein paar Sachen hatte ich schon gemacht vorhin. Genau, wie zum Beispiel diese Öfen hier. Also die alten, die hier noch standen. Und jetzt kommt der Quatsch weg, würde ich sagen. Und da das nur so wenig ist, brauchen wir, glaube ich, auch keine Bauroboter dafür.
Ja, das sollte eigentlich auch so schnell genug gehen. Wobei, wir haben ja Zeit. So, was haben wir hier noch? Bremskraft 4. Wahnsinn, das sind die spektakulärsten Sachen. Ich klau mal eben die Batterien, die hier schon mal liegen. Ja, nehmen wir gleich alle mit. So. Ja, die haben noch ein bisschen, aber das ist wie gesagt nicht mehr viel. Ah, sehr cool. Genau, Batterien. Wir haben jetzt... Wie viele Türme hatten wir? Ja, 265, das reicht erstmal auf jeden Fall. Und dann würde ich vorschlagen, schmeißen wir da die Batterien rein. Bisschen Stahl noch dazu und da der Rest. Genau, Motorteile sind noch da. Ja, ein paar. Okay, gut. Ich denke mal, da werden noch Batterien übrig sein, aber das ist okay. Genau, wenn der Quatsch hier weg ist, dann können wir uns eine vernünftige Wasseranschlussgeschichte für den Reaktor mal überlegen. Nicht schlecht. Finde ich gut. Die Verbindung hier sollten wir nochmal eben da lassen. Oder haben die hier hinten rum auch irgendwo was? Ah, haben sie. Aber das ist... Oh, haha. Das ist der einzige Anschluss, der nach oben geht. Warte mal. So. Und dann können wir unten den Quatsch nämlich abreißen. Ja, genau. Der darüber, das ist auch noch nicht so schön. Das sind auch so Sachen, die ich offscreen ab und zu mal mache, dass ich hier und da einfach das Stromnetz nochmal sortiere. Aber irgendwas entgeht einem immer. Das heißt, der ganze Quatsch hier kann ja auch weg, weil die ja von der anderen Seite auch noch Saft bekommen. Wieder ein paar Förderbänder dabei, die wir dann umbauen können zu den neuen. Wo wir da eigentlich so viel über haben, aber naja, können wir machen. Und moin, Tai Kakuzawa, willkommen. Das Radar hier, das kann dann eigentlich auch weg, ne? Hier beim Reaktor könnten wir dann nochmal eins hinstellen. Ja, das ist, glaube ich, eine Idee. Und dann haben wir gleich endlich diesen alten Quatsch endgültig weg, außer halt die Kupfer- und Kohlegeschichte hier. Na, da sind schon wieder Erzförderer fertig, nice. Dann müssen wir nur noch mal gucken, wie wir den Stahl hier loswerden überhaupt. Also das da. Aber Hauptsache erstmal der Kram hier weg. Ach, da lag noch Eisen. Ach so, genau. Ich hatte die 2-3 Kisten, die hier noch hinten dran standen, die habe ich leer gemacht. Und in die Geschützturmproduktion mit reingeschmissen. Und genau, bei den Baurobotern. Da sind die mit gelandet quasi. So, haben wir wieder ein paar Greifarme auf Lager. Sehr schön. Hä? Wo kommen die Schaltkreise her? Okay. Das habe ich gerade nicht gerafft. Oder lagen die denn noch von unserem kleinen Malheur von vor ein paar hundert Folgen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Oh, hier waren auf jeden Fall noch Stahlträger drin, interessant. Dann werden wir wahrscheinlich gleich nochmal eben eine Kiste dazustellen, damit hier der Restkram verschwindet. Oh. Das klappt auch nicht so gut. So. Genau, das Ding kann weg. Das Teil hier brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aha. Würde es reichen, wenn man den... Nee. Nur zur Sicherheit. Na. Wie gesagt, diese Billig-Geschützturm-Geschichte wird dann auch irgendwann ersetzt durch die Verteidigungsanlagen. Auch das kann man so nebenbei hier und da mal anstoßen, aber muss ja nicht dauerhaft sein. Hallo? Aha. Ja, und wenn wir schon gerade mal hier sind, können wir auch gleich noch ein paar Erzförderer einsammeln, sehe ich gerade. Genau, der ist leer, der ist leer, der ist leer. Auch hier geht es so langsam relativ zügig zur Neige, liegt aber an der Lagererweiterung oben. Beziehungsweise an der Tatsache, dass jetzt, ja, beide Ecken genutzt werden. Und hier sehe ich gerade, warte mal, oh, ja, machen wir gleich. Hier können wir noch Dinge wegsnacken. Das hier können wir auch noch beschleunigen. Hier in der Mitte sollte alles abgedeckt sein, jo. Hier könnten wir durch eine engere Bauweise das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, aber ich denke, das ist okay. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Stahlkisten hier stehen und das war's. Und das Inventar ist natürlich wieder zugemüllt, ne? Ist ja, glaube ich, klar. Yep. Gut. Warte, warte, warte. Genau, das können wir löschen. Und da war ein Raid am Start von Top Secret Gaming TV. Ja, dankeschön. Und herzlich willkommen an deine Zuschauer. So, des Weiteren haben wir das unten dann erstmal safe. Wie gesagt, diese Stahlkisten und Co., die holen wir uns ein anderes Mal ab. Je nachdem, wenn wir irgendwo Bedarf haben, wie zum Beispiel in unserer Produktion hier. Jetzt haben wir schon 124 Roboter. Ja, okay, sehr cool. Dafür ist es halt quasi gedacht. Da habe ich den Rest halt auch reingeschmissen. Werde ich mit dem Kram hier jetzt auch nochmal tun, weil ich glaube, hier war ein bisschen wenig am Start, ne? Ja, machen wir das mal so. Jupp. Wir sehen gerade, unsere lila Fläschchen sind so gut wie leer. Aber das liegt an der 1500 Flaschenforschung von vorhin, glaube ich. Und moin, Prompatz, willkommen. Ja, jetzt haben wir hier eigentlich nur noch im Weg hier ein paar tausend Steine, so 3,7k. Wobei, das ist ja überschnitten hier. Ein paar Öfen. Und wenn der Kram hier weg ist, dann werden wir gucken, dass wir den Mainbus erweitern. Hier ein bisschen nach links und hier ein bisschen nach rechts bauen. Der Quatsch muss natürlich auch wieder weg. Wobei die Breite hier reicht. Ja doch, das reicht. Und dann bis hier ungefähr halt. Damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Weil das ist halt schon wieder knapp im Messen hier, ne? Ansonsten so parallel können wir mal gucken, dass wir den See hier schon mal ein bisschen zubauen. Beziehungsweise einigermaßen begradigen. Hier diese kleine Pfütze hier. Kommt auf jeden Fall mal weg. Und dann, wenn wir den Mainbus durchziehen wollen, dann müssen wir eigentlich... hier Schicht im Schacht machen. Genau. Dann machen wir den ganzen Laden hier zu. Hier machen wir so eine gerade Ecke rein. Und dann passt das, glaube ich. Ja, und hier begradigen wir das auch noch ein bisschen. Genau. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal Stein. Den hatten wir hier in der Kiste drin, ne? Ja, cool. Vielen Dank. Hört man gerne. Neben dem ganzen Salty-Gedöns, was so unterwegs ist. Ja, vielen Dank. Freut mich auf jeden Fall. So, 30. Ja, okay, das ist nicht so viel, ne? Oh. Oder wir machen das... Ah, Idee. Was ist denn hier los? Haben wir neue Grafik oder ist es dreckig?
Hm, interessant. Oder hatte ich da mal versehentlich Öl angeschlossen? Kann das sein? Ja, bestimmt. Ja, egal. Nee, wir machen das so, dass wir hier noch einen weitergehen. Dann haben wir unsere gerade Kante. Ja, genau. Und dann legen wir mal fest, dass der Mainbus nicht weitergeht als hier. Verdammt. Ah nee, hat er gepasst. Nee, passt. Genau. Dann können wir hier die Pumpen reinstellen. Dicht an dicht quasi. Und das reicht dann. Ja, wir brauchen dafür halt nur massenhaft Steine, ne? Das ist ein Problem in Anführungszeichen. Wir können aber das hier koppeln. Oder kappen, besser gesagt. Dann geht der Rest hier rein und dann sollte das funktionieren. Und moin, Holzios. Willkommen. Magst nur auf dem Essen, ja. Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, machen wir... Nee, wir machen erstmal einen kurzen Break, was die Forschung angeht, weil momentan kommen wir soweit klar. Und für die ganzen interessanten Dinge, in Anführungszeichen, brauchen wir jetzt so langsam mal die gelben. Aber ich möchte hier mal die Sache mit dem See, ehrlich gesagt, abschließen. Okay. Ja. Generell Vanilla, also wir haben keine Modifikationen drin, die quasi das Spielgeschehen in irgendeiner Weise beeinflussen. Wir haben nur so ein paar statistische Sachen, wie diese Anzeige hier zum Beispiel, die To-Do-Liste, die wir noch haben. Und hier das Evo-GUI, was es eigentlich sagt, ja, wie lange hast du gespielt, was macht die Beißer-Revolution und so weiter. Und das war's eigentlich. Und wenn wir das hier dann irgendwann in ferner Zukunft nochmal durchhaben, dann werde ich nochmal gucken, dass wir so ein aufwendiges Modpack vielleicht mal machen. Wobei, ich hatte mir schon mal eins angeguckt und war irgendwie erschlagen. So. Steinvorkommen haben wir hier hinten. 1,3 Millionen ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber das reicht erstmal. Ja. Wir haben quasi schon alles auf Reserve. Und zur Not haben wir noch Steinvorkommen da unten. 23 Millionen. Also es geht uns eigentlich ganz gut. Es lohnt sich gerade nicht hier weiterzumachen irgendwie, ne? Naja, okay. Was wir vielleicht mal abbauen könnten, da jetzt sowieso kein Stein mehr nachkommt, ist diese Geschichte hier. Eisen kommt ja auch nicht mehr nach. Das bedeutet, wir haben jetzt die Pumpe hier mit dran. Ich möchte das ganz gerne mal aufsplitten. Die gehen da zum Halt. Die brauchen wir noch. Da machen wir den Anschluss. Ne, lassen wir hier. Ja, doch, lassen wir da. Ja. Die müssen wir nur ein bisschen verlegen jetzt. Weil ich hier oben ja zumachen möchte. Gott. Ach, da unten, lol. Hm, ja. Ich will jetzt nicht den Reaktor kappen. Dann machen wir das mal so. Ja, vom Factorio-Modpack durchaus, ja. Stromausfall. Ha, ne. Nicht mit dem Nuklearreaktor. Wir haben zwar noch keine Covarex-Anreicherung, aber das kommt dann später. So. Pass auf, wir machen... Da haben wir die ollen Knickdinger. Kommen wir da vielleicht ganz rüber? Verdammt. Genau, machen wir es so. Falls ihr irgendwie gerade Krach im Hintergrund zu hören, also ich habe keine Ahnung, was da draußen gerade los ist. Aber okay. So, pass auf. Zum Thema Rumgepumpe. Eigentlich brauche ich noch viel mehr Erde, Sandaufschüttung und so weiter. Wir machen jetzt den Reaktoranschluss und zwar kommt das hier irgendwo hin. Ich würde ganz gern die Ecke noch zumachen, aber verdammt. Zack. Ich habe die Pumpe oben nur nochmal hingestellt, damit wir hier nicht gleich an Wassermangel irgendwie ein Problem bekommen. Hä? Nicht? Ah, jetzt.
Wir haben gerade sowieso Pausenzeit. Ich muss mal eben gucken, was da Phase ist. Das heißt, wir machen eben 5 Minuten Pause. Ich lasse das Spiel so lange laufen wie immer. Und in dem Sinne, bis gleich.